Liebe Anna, du wartest bestimmt schon lange auf ein Zeichen von mir. Es ist irgendwie schwierig zu erklären. Kannst du dich noch an den großen Globus im Meeresmuseum erinnern? Da waren viele kleine Enten drauf und Alex hat mir eine geschenkt. Erna. Ich hätte noch eine kleine Überraschung für dich. Okay. Vom Globus. Oh, wow. Ist eine Ente für dich abgefallen. Das waren die, die da aufgeklebt waren. Genau. An die kann ich mich erinnern. Oh, geil. Ich danke dir. Sehr cool. Viel Spaß damit. Dankeschön. Vielleicht Alex. Mal in der Badewanne, ne? Das war vielleicht eine große Überraschung. Erna wollte nach ihrer langen Zeit auf dem Globus die ganze Welt bereisen. Wir erleben so viele neue Abenteuer. Ich hoffe, du verstehst das. Bis bald, Tom. Ich glaube, Tom ist echt mit der Ente durchgebrannt. Und jettet jetzt um die Welt. Schaut mal, hier sind sogar noch Bilder. Einmal die Ente bei den Pyramiden und dann noch vor der Freiheitsstatue im Wasser badend. Aber was wird denn jetzt aus der Fisch-WG und dem Meeresmuseum? Eigentlich wollte Tom dort doch noch mal einen Besuch abstatten. Wenn euch auch interessiert, wie es den Fischen im vergangenen Jahr ergangen ist, dann folgt mir einfach. Ich gehe jetzt mal auf ins Ozeanium. Hallo? Hallo? Hey, hey, Alex? Ich habe eigentlich den Tom erwartet. Hallo, ja, ich bin Anna. Und zwar, Hallo. Der Tom ist nämlich auf Reisen. Kannst du dich noch daran erinnern? Du hast ihm ein kleines Entchen geschenkt. Ja. Und schau dir das mal an. Wahnsinn, oder? Der hat uns einen kleinen Urlaubsgruß dagelassen. Okay. Aber wir können ja dann einfach mal schauen, wie es den Fischen so ergangen ist in der letzten Zeit. Gerne, komm rein. So, unsere Quarantäne. Das ist die Quarantäne. Ja, also hier lang und da lang auch noch. Ne? Wie viele Becken habt ihr da hier so? Wir haben insgesamt 3 so Quarantäne-Ebenen. Ach. Und ja, wie viele Becken ist ganz gut. Wir haben etwa 40 Anlagen, aber manchmal hängen wie hier kleinere Becken halt an einem Filter zusammen. Das ist dann für uns eine Anlage. Ne? Ja. Und wir haben aber auch so große, das ist hier. Der hier zum Beispiel, genau, ja, dieser Tank, der ist ja echt riesig. Ist relativ schwarz, aber da sind die tropischen Tiere drin. Oh. Kann man durch das Fenster da beobachten. Ja, ich schau mal. Das sind 45 Kubikmeter, also 45.000 Liter. Boah. Hier ist gerade einer. Ist der neugierig? Die Fische gucken tatsächlich genauso durch die Scheibe raus, wie wir rein. Ne? Und das ist für die insofern interessant, weil hier kommt der lang, der das Futter bringt. Es passiert ja auch, dass sich manchmal Fische einfach untereinander nicht so verstehen. Musstet ihr da irgendwelche Veränderungen noch vornehmen? Ein bisschen ja. Also wir wissen ja sehr viel über die einzelnen Arten, wer sich miteinander verträgt und so. Aber dadurch, dass halt auf einen Schlag aus dem Meeresmuseum aus verschiedenen Aquarien Tiere zusammengesetzt wurden, die sich nicht kannten, bildet sich dann natürlich eine neue Rangordnung. Und die innerartlichen wie auch außerartlichen Aggressionen, da muss erstmal geklärt werden, ne? Wer ist der Chef, ne? Und wer ist da drunter. Und am Anfang muss man dann schon sehr gucken, dass da keiner unter die Räder kommt. Okay, dann wollen wir mal den Hai füttern. Ja, voll. Du hast ja gesagt, das ist ein Weibchen, ne? Ja. So, wo ist sie denn jetzt? Eigentlich sind das sehr vorsichtige Haie. Also wir haben da auch andere noch, die ein bisschen schneller kommen. Ja. Gucken, sie wird jetzt hier mit der Strömung, sieht man schön, den Geruch aufnehmen. Langsam. Ja? Oh. Ja, da ist was. Da fühlt es sich an. Ja? Du, sag mal, Alex, was machst du eigentlich sonst so in deinem Bereich noch? Du planst ja auch ganz viel oder machst die ganze Orga? Ja, fürs neue Meeresmuseum jetzt bin ich im Planungsteam für die Aquaristik. Ne? Also wir planen alles selber. Wir haben natürlich ein paar Fachplaner an der Hand und auch Ingenieure im Haus. Aber was wir im Aquarium haben wollen, muss ja einer sagen. Ne? Das heißt, von der ganzen Aquarientechnik über die Beleuchtung, über die Dekoration, die gebaut wird, die natürlich dann auch wieder so aussehen soll wie in der Natur und der Besatz, der da reinkommt, das plane ich alles so ein bisschen. Wie weit ist da so der Stand im Meeresmuseum? Ja, man kann schon was erkennen. Ja, ja, lohnt also sich schon. Lohnt es sich, auch rüber zu gehen. Lohnt sich. Ja, gut, dann wollen wir dich mal weiter hier planen lassen und nicht länger von der Arbeit abhalten. Denn wir haben dann auch noch einen Termin auf der Baustelle am Katharinenberg, nämlich mit Birger Laue. Und dort schauen wir mal, was in dem letzten Jahr alles so passiert ist und schauen uns natürlich auch die Aquarien an. Hey, Birger. Oh. Na, du stehst hier draußen auf der Baustelle. Ja, hallo, Anna. Ah, ich übergebe dir gleich mal einen Helm. Sehr gut, für meine Sicherheit. Ja. Ja,
Das ist dann hier der Eingangsbereich. Das wird der neue Eingangsbereich. Das Museumskonzept sieht ja einen in sich schlüssigen Rundgang vor und den startet man am besten von hier aus. Mhm. Ja. Ja. Und wie würde man dann weitergehen, sobald man hier startet? Ja, man kommt dann in das Forum rein, kann sich hier seine Karten kaufen, kann auch noch mal vorher in das Untergeschoss zur Toilette gehen. Oh, hier geht's runter in den Keller. Ja. Ja. Das ist das neu hergestellte Untergeschoss von unserem Forumsgebäude. Und hier, wo wir jetzt stehen, das war früher alles erdreich. Und als wir das ausgegraben haben, viel in Handarbeit mit archäologischer Begleitung, haben wir hier noch was ganz Interessantes gefunden. Ja. Es ist auf jeden Fall mittelalterlich. Es sind die Reste eines Wirtschaftsgebäudes, was zum Kloster gehörte. Vielleicht eine Brauerei, vielleicht eine Küche. Ja. Das hat uns natürlich dazu gebracht, zu überlegen, was machen wir damit. Abbrechen war für uns keine Option. Und wir haben gesagt, das lassen wir jetzt so. Es wird natürlich noch repariert, instand gesetzt, weil es später einmal die Trennwand zwischen den Herren- und Damen-WCs darstellen wird. Jo. Oh, hier ist aber einiges neu entstanden auch, ne? Ja. Wahnsinn, was ist das jetzt hier? Das ist, also wir befinden uns hier im sogenannten Westhof. Hier hinten, das ist schon die Stadtmauer von Stralsund. Und Bega, sag mal, sieht man am Ende diese Stahlkonstruktion noch oder wird die komplett verkleidet dann? Nein, man wird auf jeden Fall diese großen senkrechten Stützen weiterhin sehen können. Und oben? Die senkrechte Fläche wird verglast, sodass man von hier aus auch den Giebel der Katharinenhalle schon sehen kann. Das Glas wird natürlich von außen montiert, auch die Stahlteile werden sichtbar bleiben. Aber die Decke wird von unten nachher mit einer Furnierholzplatte verkleidet werden. Da wird man den Stahl nicht mehr sehen können. Ja. Und wo sind wir hier jetzt? Das ist der ehemalige Chor der Katharinenhalle. Und hier wäre interessant zu berichten, wenn man mal hier so an die Seite sieht, das war das ursprüngliche Niveau des Chores. Und hier haben wir ja viele verschiedene Steine. Heißt das, dass es aus verschiedenen Zeiten ist oder was ist das? Ja, also unser Archäologe, der hat uns ja auch hier bei den Erdarbeiten begleitet und ist der Meinung, dass er das, was die Feldsteine im Inneren anbelangt, die Gründung eines wahrscheinlichen Vorgängerbaus freigelegt hat. Das heißt, hier in diesem Chorraum hat sich wahrscheinlich früher eine etwas kleinere Kirche befunden, wovon wir die Fundamente immer noch sehen können. Es geht ja ganz schön weit runter hier auch. Ja, es ist ja eine Kirchenhalle, ein Kirchenschiff mit einem Gewölbe oben drüber. Das ist schon dann nachher ein Erlebnis für sich. Und das soll eben durch diese großzügigen Öffnungen geschaffen werden. Achtung, hier wird es noch mal ein bisschen kompliziert. Ah, hier haben wir endlich den Aquariengang, oder? Jawohl, genau. Wie du siehst, den haben wir einmal komplett leer geräumt. Ja. Und haben aber auch schon begonnen, die ersten neuen Aquarienbecken herzustellen. Mhm. Ja, und hier ist dann auch so ein Bereich schon, wo ein Aquarium dann neu hinkommt. Genau, hier kann man, das kann man vielleicht hier unten am Fußboden gut erkennen. Hier kommt sogar eine gewölbte Scheibe rein. Ein ja. Bisschen was Besonderes. Ja, und wie du siehst, die Becken haben wir schon fertig betoniert. Und so geht es jetzt immer weiter. Immer weiter, immer entlang des Äquators. Oh, hier ist ja auch was Besonderes noch am Aquarium dran, ne? Ja, das ist ein Futterbalkon. Da können die Wärter von hinten drauf gehen und dann Fütterungen durchführen und eventuell das den Besuchern dann auch zeigen. Und alle können hier drumherum stehen und das dann so live miterleben. Genau, das ist hier das größte Becken, dreiseitig verglast. Da kann man schon einiges drin entdecken später mal.
Wie lange wird das eigentlich ungefähr noch dauern, bis das quasi alles zu sehen ist dann mit den Aquarien auch? Jetzt ist es ja noch ein Rohbau. Ja, also es ist geplant, dass wir hier Mitte bis Ende Februar nächsten Jahres die Scheiben einbringen. Und sobald die Scheiben drin sind, soll auch der Dekobau losgehen. Dann soll die Erstbefüllung mit Wasser stattfinden. Das wird sich alles im Laufe des nächsten Jahres abspielen. Und dann Ende nächsten Jahres geht es dann langsam mit dem Besatz der Becken los. Wilger, hier entstehen ja jetzt die ganzen kleinen Aquarien und das dauert ja auch noch seine Zeit. Aber du hast mir auch noch was von einem Großaquarium erzählt. Ja. Wo ist das denn? Das befindet sich, sage ich mal, außerhalb. Das wird ja ein komplett neues Gebäude dafür errichtet. Da sind die Jungs jetzt gerade dabei, die Baugrube herzustellen. Und da können wir gerne jetzt mal gucken gehen. Das geht ja jetzt noch mal richtig in die Tiefe, noch mal 2,5 Meter tiefer als jetzt. Und dann entsteht da ein richtig schönes neues Gebäude, wo sich ein Großaquarium drin befinden wird. Und das wird eine ganz spannende Geschichte. Vielen Dank für diese aufschlussreichen Informationen. Und wir sind auch am Ende unseres Rundgangs angekommen. Hier seht ihr noch hinter uns die Baugrube. Da passiert noch nicht so, so viel. Aber in der nächsten Folge wollen wir uns dem Großprojekt da unten nochmal widmen und schauen, was da so alles passiert. Bis dahin, macht's gut!